Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore, dem ewigen Disput des Leuchtturms. Warum sage ich immer Leuchtturm dazu? Es ist eine Mühle, es ist kein Leuchtturm. Wie komme ich immer auf Leuchtturm? Ich weiß es nicht. Also, folgende Situation. Wir wollten hier diese wunderschönen Geschichten mal klar machen. Ich wollte hier auch Fenster reinballern. Der Unterschied hier ist, hier haben wir keine doppelten Fenster. Hier haben wir tatsächlich normale Fenster. Und die möchte ich jetzt schon mal einsetzen. Und dann werden wir nämlich mal gucken, wie wir hier unten das so ein bisschen, ich sag mal, schöner machen, besser machen. Dass es nicht so aussieht wie, also wäre es nur halbfertig dahingezimmert. Wenn ihr versteht. Außerdem wollte ich ja auch den Berg auch noch erweitern, damit er ein bisschen weiter rausgeht, damit ein bisschen mehr Platz ist. Besonders von vorne aus möchte ich das auf jeden Fall so umsetzen. Also ich denke, ich müsste das von vorne auf jeden Fall ein bisschen nach vorne ziehen, weil sonst könnte das mit einigen Elementen halt doch knapp werden. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal 4 Stacks hiervon. Und gehe mal kurz nach oben. Denn da oben haben wir nämlich einen wunderschönen Stone Cutter, der uns nämlich jetzt ein paar Stairs machen kann. So. Und mit diesen wunderschönen Stairs werden wir dann ein bisschen, ich sag mal, ein Fundament zaubern. Oder das Fundament ein bisschen ausbauen. So, das ist ja, das gesamte Ding ist ja das Fundament. So. Also. Ich dachte mir erstmal, dass wir wirklich so eine Art, wie möchte ich es mal nennen, Film? Einen Stair-Film herumlegen. Dass das so ein bisschen besser irgendwie sich einfügt, könnte man das so sagen. Auf jeden Fall von hier unten aus. Na, hier natürlich nicht, weil das ist nämlich der Eingang. Sondern ihr seht vielleicht schon, was ich meine. Aufgrund dessen hier, theoretisch wird das untere deswegen jetzt ja breiter, muss ich halt von vorne irgendwie gucken, ein bisschen von den Seiten vielleicht auch, dass ich den Berg noch ein bisschen vergrößere. Warum ist denn die Musik so laut? Habe ich die zu laut? Nein, die ist nicht zu laut, das Lied ist nur so laut. Ist es lauter auf meinem Ohr als im Video? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Toll, ich brauche solide Blöcke. Die Box hier möchte ich nicht stehen lassen. Ich brauche solide Blöcke, bitte. So, und ich habe ja, ja, ein bisschen Dirt habe ich hier noch da. Aber ein bisschen mehr als ein bisschen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, ich muss jetzt ein bisschen hier, muss hier ein bisschen was hacken. So. Man muss mal gucken, wie das sich mit den Fenstern verhält. Die sind ja hier so ein bisschen dann einfach erstmal so nur drinne. Also von außen wird es, glaube ich, nicht viel machen. Ich meine von innen, nicht von außen. Ja gut, die Fenster sind hier halt jetzt so begehbar, ne? Aber ich meine, ist jetzt nicht schlimm. Sonst hätte ich das halt nochmal, ich hätte das sonst höher bauen müssen. Vielleicht. Aber, nee, ist schon okay. Denke ich. Ich denke, das passt. So, also eine Linie kostet ein bisschen mehr als ein Stack. Das bedeutet, büff, püff, büff, büff. Ich kann heute sehr gut Deutsch. Merkt's schon. So.
mache ich das ja auch nochmal. Oh. Ich würde mir wünschen, dass Stairs mal leichter zu platzieren sind irgendwann. Kamen eigentlich Blockvarianten mit der 1.21 noch dazu? Weiß das gerade gar nicht. Aber selbst wenn, ich glaube, das ist noch egal, weil die 1.21, die ist noch ein bisschen hin. So. Ich denke, die sehen wir frühestens im Sommer. Oder jetzt wirklich, oder jetzt macht Minecraft vielleicht wirklich noch jährliche Updates, ich weiß es nicht. Die Update-Häufigkeit von Minecraft ist auf jeden Fall um einiges runtergegangen in den letzten 10 Jahren, könnte man sagen. Aber effektiv, glaube ich, große Updates, wirklich nur ein, zwei große Updates seitdem immer nur pro Jahr bekommen. Ansonsten, damals ging das ja richtig ratzefatz durch die Hauptversionen durch. Aber jetzt, und ich finde, das ist halt auch mal ein bisschen scheiße für die Mods. Ich möchte halt wirklich irgendwann auch mal Mods anbringen, aber das ist halt die Kacke. Das ist die Kacke, weil es ist unverlässlich. Mods sind im Moment einfach sehr unverlässlich. Ich brauche mehr Steps. Mehr Steps. Mehr Steps. Geh nochmal hoch. Und vielleicht muss ich sogar nochmal Stein holen. Das kann auch sein. Weil es wird jetzt zumindest hier im Moment gerade wieder ein bisschen knapp. Warte mal, lass mich kurz mal rechnen. Ich brauche, ich glaube, zwei Stacks Stairs würden reichen, ne? Es sieht ein bisschen türmiger aus, auf jeden Fall. Es sieht ein bisschen türmiger aus. Ein bisschen mehr smooth. Und halt türmiger. Ist es zu smooth? Weiß ich nicht. Wir werden es sehen, wie es am Ende aussieht. So, den oberen Teil, den werde ich für euch aber mal beschleunigen. Also, let's go. So. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn das hier bei diesen großen Abrundungen hier. Da habe ich so das Gefühl, hier müsste ich so einen Stabilisator reinbauen irgendwie. So hier in der Mitte irgendwie, keine Ahnung. Also müsste ich hier am besten trotzdem solide Blöcke reinsetzen. Also in diese Ecken hier. Aber dann verändert sich auch die ganze Struktur hiervon, ne? Shit. Und deswegen müssen wir den Berg auch noch ein bisschen anziehen. Oh nein, warte mal. Nein, du verbindest dich bitte. Dankeschön. Gott. So. Okay, Leute. Von der kleinen Mini-Labs springen wir direkt in die nächste. Denn ich möchte jetzt ein bisschen noch den Berg mal erweitern mit den Mitteln, die ich hier gerade noch zur Verfügung habe, mit dem Dirt. Schauen wir mal, wie weit wir den hier noch so runtertragen können. So, das war das letzte Stücklein Dirt.
Und ihr seht, ich habe ein bisschen was hingekriegt. Also ihr seid jetzt auf ein bisschen, alles ein bisschen nach vorne gegangen. Ja, ich glaube, hier muss ich nochmal mit ein bisschen was Dirt hinkommen später. Aber ich denke mal, so einen Großteil habe ich jetzt hier hingekriegt, dass das meiste auf jeden Fall jetzt hier zumindest im oberen Fundament nicht mehr, naja, nach unten so absteht. Wenn ihr versteht. Das war ja das Hauptziel dieser Aktion hier gerade. Und das haben wir auch erreicht. So. Ich packe hier mal einfach erstmal das rein, was ich hier so geballert habe. Okay, die Fackel muss ich jetzt nochmal neu setzen zum Teil hier, weil die musste ich nämlich abbauen. An ein paar Stellen abbauen. So, damit wir hier alles mal ein bisschen monstersicher haben. Dankeschön. So. Jetzt. Na, hier vorne muss ich auch noch gucken. Also ich muss auf jeden Fall nochmal Dirt holen. Irgendwann. Dann müssen wir hier nochmal eine Runde drauf klatschen. Da komme ich fürchtlich nicht ganz drum herum. Der nächste Schritt wird sein, dass wir uns nochmal mit Glas bewaffnen. Und schon mal die Geschichten hier im Turm, also die Fenster. Apropos Fenster, ne? Ich muss ja hier auch noch Fenster reinballern. Hier. Die stelle ich hin. So. Genau. Und dann sieht das, dann sollte das von außen jetzt so ein bisschen nicht mehr so unfertig aussehen, sondern jetzt noch ein bisschen mehr was aussehen. So, dann kommt ja auch ein bisschen Tageslicht rein. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Die Fenster gehen bis nach außen, also tatsächlich bis hier dann hin. Toll. Also bis nach da bitte. So. Na, dahin. Dahin, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Und dann als nächste große Aufgabe stände dann tatsächlich schon mal die Planung für diese, naja, für die Mühle dann an, ne? Die Hauptplanung für die Mühle. So. Dieses Treppenzeug hier, ne? Was gut ist, ist, dass wir das tatsächlich auch nach unten befördern können. Das hier soll nicht Glas sein. Dass wir das nach unten befördern können. So, hier ist nämlich der Durchgang. Und hier muss ich mal schauen. Wie gesagt, hier möchte ich oben wahrscheinlich dann auch eine Terrasse haben. Und das hier, also dieses ganze Ding hier, das bekommt dann hier, ich muss sowieso nochmal hier Glowstones oder so holen, weil wir müssen hier nochmal eine andere Art und Weise der Beleuchtung reinbringen, anstatt Fackeln. Und Laternen passen hier, glaube ich, nicht so gut hin. Redstone-Laternen kriege ich hier, glaube ich, nicht ohne weiteres rein, ne? Fürchte ich. Also ich denke mal, wir werden hier mit irgendeiner Glowstone-Variante, denke ich, dann arbeiten. So, jetzt lass mich nochmal eben gucken hier. Ja, es passt auf jeden Fall besser rein als das, was wir davor hier hatten. Mit diesem komischen, wisst schon, was ich meine. Glaube ich. So. Ja, und dann machen wir da oben, vielleicht auch nicht ganz oben, sondern irgendwie hier so im Rumlauf irgendwo, wo es gut reinpassen würde, tatsächlich dann eine Terrasse nochmal rein. Vielleicht muss ich das auch nochmal ein bisschen neu oder besser abpassen, das wird sich noch zeigen. Vielleicht verlängere ich diesen Staircase auch nochmal, sodass der, dass der
doch auf der anderen Seite rausgeht und man dann so gesehen zu dem Mühlending hinlaufen muss? Und das wäre eine Möglichkeit. Oh nein! Ich versuche mal ein paar Membranes zu holen. Aber sie werden wieder zu Tode brennen, richtig? Ja, sie brennen wieder zu Tode. Ich muss zwei gezielte Schläge setzen und die wirklich umbringen. Das ist die einzige Möglichkeit, Membranes zu kriegen. Oder wenn sie schon angetitscht waren, das geht natürlich auch. So, ich muss pennen gehen. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich mit den Phantoms jetzt hier nächtelang durchzukloppen. Weil, so sehr wie das vielleicht Spaß machen tut, nee. Irgendwie nicht. Irgendwie fühle ich es nicht. Warte mal, wo gehe ich denn hin? Hier sind die Betten. Ich fühle es einfach nicht. Keine Ahnung. Phantom Battles fühle ich gerade überhaupt nicht. So. Also. Ich nehme das Glas mal mit. Und dann nehme ich auch mal Holz und nochmal. Warte mal, Steine, genau. Ich muss nochmal Steine holen. Ich hole nochmal Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Mache daraus Bricks, Dankeschön. Waren wahrscheinlich auch wieder viel zu viele, aber ist egal. So, also Bricks und nochmal Holz und Wolle muss ich dann auch nochmal holen. Und dann, also das wird interessant, ich möchte mal gucken, was ich da Schönes zaubern kann. Ich möchte natürlich irgendwie gucken, dass wir irgendwas zaubern, was dann jetzt nicht aussieht wie so ein... Vielleicht suche ich mir dafür auch nochmal so eine Kreisschablone raus, mal gucken. Oder ich mache es hier nach basierend irgendwie, keine Ahnung. Es soll auch schon ein bisschen was covern, also es ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich jetzt irgendwie nur... Weiß ich nicht, 5 hoch oder 5 runter gehe in eine Richtung oder so. Das soll schon nach was aussehen. Mal sehen, was. Mal sehen, wie wir es dann machen. Holz. Warte mal, euch müsste ich auch nochmal mitnehmen. Ich habe sogar noch 5 Fackeln drin. Euch nehme ich mit. Und euch nehme ich mit. Euch nehme ich mit. Und euch brauche ich, glaube ich, auch. Ich glaube, ein paar von euch brauche ich auch. So. Sollte passen. Gut. Dann den sehr unkomplizierten Weg nach oben. Ja, hier, wie gesagt, bleibt es, glaube ich, erstmal auch offen. Also hier kann ich dann auch einen Weg machen, der in eine spätere Kellergeschichte noch hinunterführt. Hier fehlen auch noch Türen, sehe ich. So, aber erstmal hier hochlaufen für die nächsten 5000 Jahre. So. Jetzt lass mich gerade mal überlegen. Also, wenn ich hier die Fenster jetzt Schluss haben, ich lasse das hier mal so offen stehen. Wenn ich jetzt sage, jetzt geht's hier weiter. Nee, warte mal, das muss eigentlich... eigentlich anders. Die müssen auch wieder raus. Weil dann gehe ich jetzt doch ja doch hier nochmal weiter. Lass das hier erstmal noch. Und dann hätten wir nämlich einen Ausgang hier. So, Fackeln bitte. Blub, blub. Oder reicht das hier so? Vielleicht reicht auch das so schon.
Und dann wäre das nämlich hier. Und dann hätten wir... Oh, das passt hier halt genau, ne? Also wirklich sehr genau. Es wäre sehr genau über dem Fenster. Und ich denke, ich würde diesen Weg dann hier auch tatsächlich also geslappt machen. Dann haben wir das hier erstmal so als einen Übergang zur Haltung. Und dann käme hier tatsächlich so eine Slap-Terrasse, die dann so drei auch rausgeht. Dann allerdings. Dann muss der. Oder sollte der Mühlenraum, glaube ich, auch noch mal höher. Richtig? Weil ich glaube, der sollte über diesem Terrassending hier sein, auf jeden Fall. Und ab hier fangen wir dann auch an, flexibel zu arbeiten mit dem... Ups. Und dann ist nämlich hier tatsächlich diese neue Ebene. Dann geht es hier nämlich zum Mühlending raus. Und... Das sind das. Hier ist dieses niedrigste Fenster. Ja gut, hier... Ja, das ist nicht so schlimm, das kann da ruhig runterfallen, ist egal. Also hier wird kein Fenster mehr reinpassen. Das heißt, von außen wird das zu sein. Und von innen darf das dann hier auch erstmal wieder mit Stonebricks zugemacht werden, hier komplett. So. Aber dann wissen wir jetzt hier, wie es dann aussieht. So. Hier ist dann dieser Durchgang. Und hier muss dann auch nochmal mindestens zwei hoch. Das gleiche dann von außen. So, dann ist diese eine Stelle hier halt fensterlos. Weil hier dann der Übergang zum Mühlenraum ist und darunter dann diese Laufterrasse an der Mühle. So. Okay, was ist jetzt aber gerade auch noch... überlege, ist, ob es dann vielleicht einen Raum geben kann. Ja, vielleicht zusätzlich. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall. Das hier darf schon mal abgeschlossen werden. Bis zum neuen Maximalhöhe. Und eine Sache... Ja, das hier, also mit diesen Ecken. Da wollte ich mir auch nochmal was Besonderes für überlegen. Da ist der Eingang. So, das geht komplett zu. Langsam wird es hier schon ziemlich hoch, ne? Also das reicht dann, wie gesagt, auch bald hier raus mit der Höhe. Soll auch nicht alles zu krass werden. Ja, was ist denn das hier? Das ist der Mühlenraum hier, ne? Ja.
Oder Mühlenraumübergang. Ich bin mir gar noch nicht ganz sicher, wie ich das hier bauen werde. Sache wird sein... Ja, damit wird es nicht connecten, aber ich habe ja hier... Ich sag mal... Ne, ich mache ja normales Holz rein. Also... Um hier halt potenziell dann den Punkt, dem, wo die Mühle dann sein wird. Dieses Mühlengerät dann halt sein wird. Das wird hier sein irgendwie. So, und hier ist wie gesagt Schicht im Schacht. Also hier oben kommt dann... Also nicht ein Dach noch drauf. So, ich werde hier natürlich mal Fackeln hinpacken, dass ja auch nichts spawnt. Während hier auch nichts existiert. So. Das kann dann weg. Und dieses wunderschöne Mittelding hier, das kann sich auch mal bitte bis nach oben ziehen hier. So. Perfekt. Hier könnte ich vielleicht sogar noch so einen Stairs-Abschluss machen. Vielleicht. So, und hier, das hier, das wird jetzt mehr oder weniger ganz grob sich hier einfach so einmal rumziehen. Also ich denke mal, schön klassisch hier aus, so. Ich hoffe, dass das von unten dann auch wirklich aussieht, wie ich es mir vorstelle. Nein, das geht ernsthaft hier durch ein Fenster. Ach, du willst mich doch verarschen. Ernsthaft? Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Warte mal. Ja, das würde durch dieses Fenster... Oh, das ist doch scheiße. Oh Mann, ey. Das ist doch kacke. Ja, warte, kann ich das abreißen? So eine Scheiße, ganz ehrlich. Dann weg damit. Gibt's doch nicht. Oh Mann. Okay, dann muss das ja auch noch weg. Kann sie nicht ändern. Kann ich nicht ändern. So. Solange das in dieser Abfolge hier bleibt und ein bisschen Sinn ergibt. das gibt's doch nicht. So. Stairs. Einmal bitte weiter. Ich muss das von unten mir gleich mal angucken. Ich glaube, ich muss auch noch mehr hiervon holen. Kann das sein? Wahrscheinlich. Tja. So, okay. Und dann... Ja, darunter verlaufen kann es nicht. Das heißt, hier muss es auch einen Abschluss geben. Ich denke, man sollte dann maximal wirklich so bis hier hingucken können auch. Das reicht vollkommen aus. So. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch bis genau zu diesem Punkt. Wehe, da ist wieder ein Fenster. Wehe, da ist wieder ein Fenster. Wer der sonst? Nein, ich habe Slabs benutzt. Ich muss Stairs benutzen. Bist du eine Stair? Warst keine Stair. Ich brauche erstmal Stairs, bitte. Ist wichtig. Das ist ganz wichtig. So. Gut, das geht nicht über ein Fenster. Das ist schon mal sehr beruhigend. So. Und auch hier ist dann das Finale, richtig? Das finale Stück. Genau. Wunderbar. Perfekt. Und jetzt...
Jetzt ziehen sich hier die Slabs nämlich so über die doppelte Länge hier rüber. So. Das hier korrekt. Maybe. So. Also 2, 2, 2. Shit. Wird Zeit, ein Crafting Table hier aufzustellen. So, erstmal hier. Alles klar. Hier bis 2. Jetzt muss ich von drüben alles nochmal abzählen, natürlich. So, und hier fängt dann das an. Ist hier genauso. Ja, ich glaube, das ist korrekt. Ja, ich glaube, das sieht für mich sehr korrekt aus. So. Jetzt brauchen wir hier natürlich auch Zäune. So. Dann hier. Okay, hier wird es dann doch ein bisschen eng. Gehen wir hier eine extra Meile, das ist nicht so schlimm. So. Wenn es dann nicht so unfassbar eng ist hier. Und hier ist dann finito. So. Bin schon gespannt, was hier spawnt. So. Während ich dann weg bin. Ich habe gerade nämlich keine großartigen Leuchtelemente bei mir. Ich wollte eigentlich Zäune machen und nicht Slabs. So. Hier war es noch nicht fertig. So. Und hier vorne... eigentlich ist dann eigentlich einfach nur das Mühlending. Ich sag's halt, wie es ist. Nichts Großartiges. Das möchte ich mir jetzt dann gleich von außen nochmal anschauen. Da oben muss noch ein Dach drauf. Ansonsten. Ja, jetzt stellt euch halt vor, dass dann da oben schon dieses Ding hier ist. Ja, dieses... Ich bin eine Mühle. Hallo, hallo, ich bin eine Mühle. Und dann... Und danach ist eigentlich alles soweit, um es dann anfangen zu verzieren. Und dann geht es halt an die anderen Sachen, an die ich mich eigentlich am meisten freue. Und zwar wirklich dieses Getreide legen. Und dann wird es hier so eine Getreideweide geben, so eine große. Hier vorne. Hier wird es dann einen Weg geben. Wir müssen diese Brücke hier erweitern. Um das dann zu verbinden. Und dann geht es nochmal hier runter in den Keller. Und im Keller. Da wird dann nochmal was. Naja, gut, da wird eine Verbindung sein. Und hier wird es dann eine Verbindung geben, auch nochmal. Von der Mühle aus dann hier in die Richtung zum anderen Gedöns, zur Eisenfarm. Zu diesem Eisenkeller. Eisenkeller. Und ja, das sind so die Pläne. Ich musste da drinnen noch eine Tür hinsetzen, ne?
glaube nämlich, dass hier irgendwo oben noch was offen stand. Hier, genau. Du nämlich. Ist dann hier nochmal rauszugehen. So, ist denn hier auch... Ich das von hier erkennen? Ist das, hat sich das da einge... Ründelt hat es. Ich bin ehrlich gesagt versucht, dieses Fenster da oben auch noch rauszumachen. Ich glaube, das muss auch noch weg. Und dann hätten wir das. Boah, die Folge ist, glaube ich, ein bisschen lang diesmal wieder, ne? Wieder eine etwas längere Folge hier am Start. Passiert. Passiert mir irgendwie in letzter Zeit öfter, keine Ahnung. So. Genau, du. Ja, weil du bist nämlich halt auch direkt hier vorne schon dran, deswegen. Dann musst du auch erstmal raus. Liebes Fenster. Oh nein, jetzt habe ich eine Tür weggemacht. Kann das sein? Ich glaube, nee, ich glaube nicht. So. Flop, flop, flop. Was ein bisschen störend ist, ist leider die Tatsache, dass ich hier keine Möglichkeit habe, diese Dinger irgendwie effektiv umzuwandeln. Das ist leider ein kleiner Störfaktor hier. Aber wenn ich das nämlich zu Holz mache... Dann haben wir nämlich das hier. Es sieht ein bisschen... also ich wüsste... Es gibt... Ich wüsste Möglichkeiten, wie man das ausarbeiten kann, aber... ich weiß nicht mehr. Ich wollte ja unbedingt diesen Staircase hier haben. Musste es ja unbedingt haben. So. Okay. Ja, und da oben ist dann halt irgendwie noch ein Dach drauf. Wird jetzt auch nicht irgendwie ein mega Kunstwerk von Dach sein, glaube ich. Wird einfach ein Standardding sein. So. Jetzt muss ich aber erstmal wieder runter, weil ich habe nämlich noch Stein. Den muss ich mal kurz ablagern gehen. Und dann machen wir uns schon mal bereit. Ups. Dann machen wir uns schon mal bereit. Hier. Für das hier. Das Ding da. Flip, 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 flip. Und so. So, also Stein erstmal hier rein. Die Folge geht, glaube ich, schon viel zu lange, auch wegen den, auch mit den Lapses, die ich gemacht habe. Die geht. Das ist wieder. Das ist bestimmt irgendwie eine. Ja, das könnte jetzt bestimmt irgendwie eine 38-Minuten-Folge wieder werden. Scheiße. Oh Mann. Aber ey, in diesen langen Folgen machen wir zumindest wirklich signifikanten Fortschritt. Das ist eigentlich erfreulich. So, sag mal, wie viel Wolle habe ich eigentlich gerade noch in der Bude am Lagern? Da habe ich doch bestimmt ein paar Stacks noch, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir so sonderlich viel brauchen. Ich glaube, wir brauchen, wenn dann allerhöchstens wirklich vielleicht 2 oder 3 Stacks, denke ich mal. Tatsächlich. 1, 2. Nehme ich den dritten ja auch noch mit. Das würde dann schon passen. So, dann müssten wir nochmal Zäune craften. Ich überlege gerade, das brauchen wir noch. Vielleicht dann nochmal eine andere Holzvariante für gewisse, ich sag mal, interessante Aussehensmodifikationen, die wir noch vornehmen könnten. So, Leute. Aber mehr dazu dann jetzt definitiv in der nächsten Folge, weil es geht hier schon alles ein bisschen viel zu lange. Also dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.